Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Mario vs. Donkey Kong. In der letzten Folge haben wir Welt 1 Plus und Welt 2 Plus abgeschlossen. Und heute machen wir direkt in Welt 3 Plus weiter. Ach du Kacke. So, du musst mir hier hintergehen. Hä, what? What? Warum? Hä, was? Erstmal gucken, was ich hier machen muss. Ist da hinten sind die zwei Geschenke. Boah, holy. Nein. Da lang. Da lang. So, und da haben wir's. Okay. Erstes Level abgeschlossen. Für unsere letzte Folge machen wir es so. Wir spielen nicht eine Welt pro Folge, sondern 25 Minuten und je nachdem, wie weit ich mich befinde, beende ich vielleicht die Welt noch oder mache in der nächsten Folge einfach weiter. Aber wenn es so weitergeht wie letzte Folge, dann schaffen wir zwei Spezialwelten tatsächlich sehr einfach in eine Folge rein. Ja, das ist sehr einfach funktioniert tatsächlich. Weil, wie ihr gerade gesehen habt, das Level keine 1,5 Minuten oder gerade mal 1,5 Minuten und dann warst du schon vorbei. So. Ja, warum kommt der jetzt noch mit mich hinterher? Bro, what the fuck geht jetzt schon wieder ab? Wieso werde ich da direkt getötet, wenn ich wo dranhänge? Mann! Fängt schon gut an. Jetzt wird der Kleine getroffen, Alter. Meine Fresse, what the fuck? So. Mann, was ist denn jetzt hier das Problem? So. Ach komm, meine Fresse. Mann. Und jetzt. Ich werde schon wieder aggressiv hier. Ich hasse diese Vögel, Alter. Mann! Ich sehe doch nicht, wie der Vogel oben scheißt. Game! Dieser kleine Mario-Roboter weiß auch nicht, was er zu tun hat, oder? Mann. Also heute wird es wahrscheinlich eher weniger was mit zwei Welten.
So. Haben wir es jetzt endlich auch geschafft. Meine Fresse. Aber für das Level haben wir jetzt wieder 4 Minuten gebraucht. Meine Fresse, ey. Naja, wie gesagt, wir spielen bis zu 25 Minuten, je nachdem, wie weit wir kommen. Wie funktioniert das jetzt hier mit den... Ja, wie soll das da funktionieren? Wie soll der Kack da funktionieren? Vor allem, man kriegt ja nicht mal angezeigt, wann springen sie hoch. Die springen einfach hoch. Wie soll das funktionieren? Der springt doch sofort hinterher. Game, hast du dir überhaupt dabei was gedacht? So. So. Perfekt. Haben wir das jetzt auch geschafft. Meine Fresse. So. Dann Level 4. So. So, komm mal hoch. Ich muss nur mal Schalter umschalten. So. Er ist nicht runter. Hey, du musst da schon hinter. Nein, das sollst du nicht machen, Kleiner. Meine Fresse. Wie geht denn der jetzt da lang, ohne darüber zu springen? Ohne dass du den machst, Kumpel. Ist schon wieder falsch. Er macht doch nicht weiter. Kumpel. Das sollst du nicht langspringen. Checkt er das nicht? Natürlich macht das nichts.
What the fuck? Jetzt ist er runtergesprungen. Warum springt die KI ein Ding runter, wo er sterben kann? So. Da sollst du gar nicht hin, mein Freund. Braver Hund. Danke fürs Geschenk einsammeln. Jetzt kannst du rüberkommen. Gut, haben wir das auch geschafft. Jetzt hapert schon wieder an Welt 3, ne? Naja. Vielleicht machen wir heute keine zwei Welten in die Folge rein, je nachdem, wie lange ich jetzt brauche. Für den Rest. So. Du musst ja auch hochgehen. Er kapiert es nicht, oder? So. Und er ist falsch gesprungen. Bro, what the fuck? Er springt freiwillig in die Lava. Was bist du denn für ein kleiner Scheißer? Kommst du wieder hoch? Warum bist du jetzt da lang gesprungen und vorher nicht? Alter, diese Roboter sind auch nur da zum Trollen, oder? Springen in Stacheln rein. Machen das nicht, machen jenes nicht. Alter, ne. Wir haben noch ein Leben. Geil. So. Da merkt man mal wieder, wie gut. Wir hatten doch noch ein Leben übrig. Game. Ich hab den nicht mal außerhalb des Bildschirmrandes geschmissen. Also langsam habe ich echt keinen Bock mehr auf dem Game, ne?
So. Dann will man ausweichen und rennt der Kleine hinten rein. Also ich glaube, heute tue ich keine zwei Welten in den Part rein. Das reicht mir. Da haben wir es wieder. Du wirst bei jedem Kack verschont, wenn du getroffen wirst. Beim Klettern nicht. Aber beim Klettern und so weiter nicht. Bin ich sehr fair von dem Game, ne? Ja, jetzt musste ich den Kack machen. Entweder werde ich vom Ei getroffen oder vom scheiß Flammenwerfer. Und ich kann die Gegner nicht mal endgültig töten. Das ist ja das Beschissene in diesem Game. Die respawnen ja tausendfach. Schmeiß ich ihn hier hin? Geht er mir nicht mehr im Weg um. Perfekt. Natürlich! Also so langsam fresse ich einen Besen. So langsam höre ich echt auf mit dem Let's Play. Bro, Alter, ich hasse solche Games, wo man keinen... Warum hat das Game ja gar keinen Mehrwert dadurch, meinerseits, ne? Es ist nur frustrierend, es belohnt keinem was. Ich krieg den gleichen Scheiß einfach wieder hingeklatscht. Für Spezialwelten. Natürlich. Und dann muss ich hier auch jetzt noch bei dem kleinen Mario. Also, ich kann sagen, Klein Mario ist das beschissenste Gimmick in diesem Game. Da kann ich nichts für, wenn der sich nicht bewegt, richtig. Und dann werde ich dafür bestraft. So, komm jetzt. So, hier. Perfekt. Dann reicht es die Welt. Die Welt reicht. Haben wir jetzt 20 Minuten voll. Und ich habe keinen Bock mehr. Das frustriert mich schon wieder. Dieser Kack. Diese Kackmechanik, ne? Dann machst du aus Mario alles richtig, kriegst von dem Kleinen auf die Schnauze. Dann kannst du nichts machen, weil zwei Gegner dich einkesseln, kriegst auf die Schnauze. Warum hat das Game eigentlich nochmal Spezialwelten? Das Game hätte gereicht, wenn es zwei Welten mit, keine Ahnung, je sechs schweren Leveln wäre und dann hätte es auch getan. Ist, glaube ich, sowieso nur Remake-Ding. So. Soweit ich weiß, sind ja diese Welt 1 Plus Welten nur fürs Remake da. Wo ich mir denke, hätten sie auch sparen können. Also zwei Welten, ja, gerne. Oder eine Welt mit jeweils... Oder ja, tatsächlich zwei Welten. Mit jeweils zwei Leveln von jedem vorigen Welt. Dann würde man da fast hinkommen mit der Levelanzahl passend. Erster Treffer.
geil. Der springt auch extrem vorhersehbar rum, ne? Sehr logisch. Game. Also so langsam habe ich keinen Bock mehr. Dann wäre ich auch gern bei Spezialwelt 3 das Game. Auch wenn wir dadurch nicht das richtige Ende haben. Aber mal, passiert. Ich habe nie gesagt, dass ich dich definitiv 100% durchspielen werde. Und dann haben wir es wieder. Okay, du bist unfair. Unfair bist du. Unfair. Mehr sage ich nicht. Unfair, unlogisch und macht den größten Rotz hier. Geil, immer in meinem Unverwundbarkeits-Frame einfach platt gemacht. Genau. Game. Verarschen kannst wie es anders. Geil. Geil, Game. Du machst mir echt Spaß langsam, ne? Ich meine, stören wird es mir nicht, wenn wir es beenden, das Let's Play jetzt dann. Weil so viele Zuschauer hatte das Game sowieso nicht. Mir ist es wurscht. So. Erster Treffer erst. Erster Treffer und 83 Sekunden haben wir nur noch. Natürlich! Ich bin auf den Aufzug angewiesen und dann kommt so ein Kack raus, ne? Natürlich! So, 40 Sekunden reicht zwar nicht mehr, aber... Okay. Du bist sehr, sehr, sehr sehr spaßig. Vor allem, die Kugeln verfolgen ja einen, was total unlogisch ist. So, zweiter Treffer. Gut, haben wir wenigstens keinen Schaden davon. So. Dritter Treffer. Ja, danke, Game. Meine Fresse. Aber meiner Meinung nach ist es sehr frustrierend. Und ich schaue mich zwar mal um, aber ich glaube tatsächlich, dass die Spezialwelten, also Welt plus 1, Welt 3 plus und so weiter, nur für das Remake gemacht wurden. Was meiner Meinung nach, verstehe ich nicht. Da hätte das Hauptgame mit danach noch ein paar mehr schwierigeren Leveln, 2-3 Welten gereicht. Und statt einfach nochmal alle 8 Welten neu. Aber mal, ich habe das Game ja nicht erfunden. Aber ja, ich würde sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge
Starten wir mit Welt Plus 4. Welt 4 Plus. Ciao. Euer Gladius.